weit in das Meer hineinragt, die nordöstlichste Spitze Mallorcas, das Cap de Formentor. Durch seinen Bekanntheitsgrad ist es leider nicht eines der ruhigeren Ziele, sollte aber bei einem Mallorca-Urlaub auf keinen Fall ausgelassen werden. Von Port de Polenza aus führt eine kurvenreiche Straße hinauf in die schöne Gebirgslandschaft von Formentor. Nach kurzer Fahrt hat man den ersten Höhepunkt der Route erreicht. Mirador de la Nau heißt der Aussichtspunkt, der einen atemberaubenden Blick über die wild zerklüftete Felsenküste ermöglicht. Mehrere aneinandergereihte Aussichtsterrassen, die mit Treppen verbunden sind, bieten immer wieder neue reizvolle Ansichten dieser steilen Küstenlandschaft. Geht es in zahlreichen Serpentinen weiter durch Kiefernwälder zur Abzweigung hinab zu einer der malerischsten Buchten Mallorcas, der Cala Pi. Wir folgen aber weiter der Straße Richtung Kap. Sie führt ein kurzes Stück durch ein bewaldetes Gebiet und mündet wieder in einer kurvenreichen Strecke. Kurze Zeit und einige Kurven später erreichen wir das Endziel unserer Tour, den Leuchtturm des Kaps. Auch hier bieten sich wieder fantastische Ausblicke über die wilde Küstenlandschaft. Kleines Albufera bezeichnete 211 Hektar große Sumpfgebiet Albufereta de Polenza befindet sich an der nördlichen Gemeindegrenze Alcudias zu Polenza. Es ist seit 2002 Naturreservat und bietet an seinen vielen kleinen Kanälen, die durch den Fluss Esgrau mit dem Meer verbunden sind, vielen Vogelarten Brutgelegenheiten. Das ehemals 2850 Hektar große Sumpfgebiet mit einem Durchmesser von 32 Kilometern wurde ab dem Jahr 1863 von einer britischen Firma an seinen Rändern teilweise trockengelegt. Neben der Landgewinnung zur landwirtschaftlichen Nutzung, die schon im 17. Jahrhundert mit der Anlage von mit Kanälen umgebenen Parzellen begann, diente die Trockenlegung der Bekämpfung der Malaria. Das verbliebene Feuchtgebiet von etwa 1650 Hektar wurde im Jahr 1988 zum Naturschutzgebiet erklärt. Ein wichtiger Grund der Einrichtung des Naturparks war der Schutz der dort vorkommenden Vogelpopulationen, die in Albufera mit beobachteten 271 verschiedenen Arten mehr als zwei Drittel aller auf den Balearischen Inseln vorkommenden Vogelarten ausmachen. Zu unterscheiden sind hierbei die in Albufera nistenden einheimischen Vögel, die das Gebiet als Durchgangsstation nutzenden Zugvögel und andere dort vorkommende Arten, die zwar anderweitig nisten, den Naturpark aber als Futterquelle anfliegen. Der Park Natural ist ganzjährig für die Öffentlichkeit geöffnet. Innerhalb des Naturparks wurden Beobachtungsstände für Besucher eingerichtet, von denen aus man die Vögel beobachten kann, ohne diese zu stören.